bei so einem Grand Tourer natürlich wichtig ist, ist der Antrieb. Und da gibt es beim Lexus LC zwei Möglichkeiten und die sind preislich auf ziemlich ein und demselben Niveau. Nämlich einen Hybrid 3,5 Liter V6 mit knapp 370 PS oder eine aussterbende Rasse und zwar einen 5 Liter V8 mit 477 Pferdchen und 540 Newtonmeter Drehmoment. Wir kommen gleich zur Sache. Normverbrauch knapp über 11 Liter und diese 11 Liter genehmigt er sich auch und die darf er sich auch genehmigen, denn es ist nun mal ein V8. Dabei kann der Lexus LC 500, den wir hier haben, variieren zwischen ganz gemütlich cruisen mit dem dezenten V8 blubbern, wie ich es persönlich so sehr liebe, oder wir drehen hier an Shreks Ohren, wie ich sie gerne nenne, denn sie erinnern mich zunehmend an Shrek aus den Disney-Filmen, in den Sport Plus Modus und dann kann dieser Grand Tourer auch ganz anders. Ganz anders heißt, man verzichtet einfach mal schnell auf die Overdrive-Gänge 8, 9 und 10 und beschleunigt ordentlich durch mit einem Klang, der einen wirklich das Mark erschüttern lässt. Und dabei glaubt man eigentlich gar nicht, wie schnell dieser im Verhältnis alte Motor, dieser 1,9 Tonnen, durchbeschleunigt auf über 280 km/h. Dabei hat man als Fahrer durch die neue Mehrlenker-Vorder- und Hinterachse ein sehr präzises Handling, auch was die Lenkung angeht. Das glaubt man eigentlich gar nicht, wie präzise sich diese fast 2 Tonnen bewegen lassen. Das Mark Levinson Soundsystem ist schon ziemlich ordentlich, auch wenn man es voll aufdreht hier an diesem schönen Knopf, der wirklich an hochwertige Hi-Fi-Anlagen erinnert, merkt man, da ging ordentlich Qualität rein. Um es aber voll zu genießen, würde ich den Stand empfehlen, denn während der Fahrt kommt immer mal wieder der V8 dazwischen. Design starten wir wie immer mit der Front und da sticht vor allen Dingen eins ins Auge und zwar der Diabolo Grill. Der ist wirklich sehr, sehr präsent, sehr sportlich und zudem aggressiv. Es passt dementsprechend auch sehr gut zum Auto. Der zweite Blick fällt dann definitiv auf die Scheinwerfer. Die sind sehr schmal, sehr kantig und relativ klein gehalten für das Fahrzeug. Das schafft natürlich wieder Sportlichkeit und der Blick wird noch mal ein bisschen auf den Grill gerichtet. Was ich sehr, sehr schön finde, ist, das Ganze ist in Anthrazit noch mal abgesetzt und mit den Lufteinlässen unten verbunden worden. Von der Seite betrachtet ist der LC ein klassisches Coupé, das heißt eine lange Schnüss und eine abfallende Dachlinie nach hinten. Die wird noch mal unterstrichen durch diese Chromleiste hier oben drauf. Ansonsten gibt es aber kein Shishi und nichts, was ablenkt. Alles ist schön kantig, aber trotzdem clean gehalten. Das Ganze wird dann noch unterstrichen durch die Felgen, die wir jetzt hier sehen. Mir gefallen die 20 Zoll Felgen schon sehr gut. Je nach Ausstattungsvariante bekommt ihr aber auch 21 Zoll Felgen. Die würde ich schon gerne mal sehen. Die abgesetzten Leuchten vorne, die finden wir jetzt auch hinten wieder. Auch hier wieder Anthrazit, alles sehr schmal und relativ klein im Vergleich zu den Proportionen vom Fahrzeug gehalten. Finde ich sehr, sehr schön. Macht auch von hinten so einen stabilen Eindruck nochmal. Wenn ihr das Licht dazu seht, werdet ihr wissen, was ich meine. Ansonsten viel Formgebung, aber wieder kein Shishi. Lediglich die Endrohre sind nochmal abgesetzt. Was die Technologie im LC anbetrifft, haben wir so eine Mischung. Wir haben zum Beispiel mal ein verschiebbares Drehzahlband, was mich einfach schon so als Technikfreak sehr begeistert. Das Infotainment-System, gerade durch dieses ja doch etwas spezielle Mauspad, ist eigentlich so der einzige Punkt, den der LC wirklich so hinter seiner Konkurrenz zurücklässt. Was die Assistenten angeht, die haben wir hier alle auf der rechten Seite aufgelöst. Hier links können wir eigentlich hauptsächlich nochmal im Menü die Tiefenveränderungen vornehmen. Das heißt zum Beispiel beim LKA, also beim Spurhalteassistenten, ob er in der Spurmitte fahren soll oder ob er sich selber auswählen soll, wo er fahren soll. Das Ganze geht dann in Verbindung mit dem Tempomat. Dann können wir auch hier nochmal den Spurassistenten an- oder abwählen. Das Spezielle beim Lexus Lenkassistent ist, dass er sich erstmal so ein bisschen rechts orientiert. Das heißt, er rechnet eigentlich erstmal zu weit rechts rüber, anstatt wirklich in der Spurmitte zu bleiben. So, und nun
angekommen im Innenraum und ich würde mal sagen, wir werfen direkt einen Blick auf die Sitze. Die sind nämlich sehr, sehr auffällig modelliert, möchte ich schon fast sagen. Nicht nur, dass sie abgesteppt sind und auch noch ein bisschen perforiert, sondern sie haben so eine wirklich umschlingende Form. Sie gehen praktisch über die Schultern noch hinten hinaus. Bequem sind sie auch, aber das Design, das sticht sofort ins Auge. Ansonsten haben wir hier alles Ton in Ton gehalten, in unserem Fall in diesem Cognac-Lederton. Der ist dann nicht nur in Glattlederform zu finden, sondern an den Türen auch in Wildlederform. Materialien gibt es ansonsten noch einmal hier dieses Carbon-ähnliche Design und eigentlich sonst nur noch metallisch abgesetzte Zierelemente hier und da. Trotzdem ist es hier drin alles andere als langweilig und es ist auch nicht unsportlich. Das Cockpit ist sehr auf den Fahrer ausgerichtet und es gibt sehr viel Bewegung. Das heißt, wie auch außen am Fahrzeug, es wird auf Shishi verzichtet und wirklich nur mit der eigentlichen Form gesprochen. Dann werfen wir noch einen kleinen Blick nach oben und zwar befindet sich da in unserem Fall ein Glasdach, das sich nicht öffnen lässt, aber doch natürlich mehr Raum nach oben schafft. Dieses Glasdach, das gibt es in der Serienausstattung oder aber in der Touring-Version. Bei Sport und Performance wird das dann ersetzt durch ein Carbondach. Preislich startet der Lexus LC bei 99.200 Euro, egal ob als V8 oder als Hybrid und in beiden Fällen bekommt man dabei ein super luxuriöses Grand Touring Coupé. In unserem Fall steigt der Preis durch das Touring-Paket auf knapp 102.000 Euro. Und das einzige Problem eigentlich dabei ist, dass man in Sachen Infotainment vielleicht noch nicht ganz auf Höhe der Mitstreiter ist, aber was Performance, was Luxus und auch was den Motor angeht, ist Lexus hier mit dem LC 500 ganz weit vorne mit dabei. Das war's mit diesem Video und damit auch mit dem Lexus LC. Jetzt ist natürlich die Frage, wie gefällt euch dieses Coupé? Ist es ein Fahrzeug, das ihr euch gerne zulegen würdet? Wie spricht euch vor allen Dingen das doch sehr auffällige Design an? Wir haben immer wieder festgestellt, die Leute drehen sich nach diesem Fahrzeug um. Schreibt dazu gerne mal eure Gedanken unten in die Infobox. Ansonsten würden wir uns natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr diesem Video einen Daumen hoch geben würdet und uns abonnieren würdet, falls ihr das uns noch nicht getan habt. Aktiviert dann noch die kleine Glocke nebendran. Dann seht ihr nämlich alle unsere Videos und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao!